Liebe Schwestern und Brüder, wir konnten es allein schon am Tonfall des Lektors ablesen, dass der heilige Paulus in Fahrt kommt. Und es ist gut so, dass wir das spüren. Der heilige Paulus ist ziemlich verärgert über die Gemeinde, die er selber gegründet hat. Sie haben das Evangelium freudig angenommen, in Kraft und in Erweisen von Wundern, die nur Gottes Geist wirken kann. Und jetzt sind einige gekommen, die sich auch Jünger nennen, die Gemeinde doch drehen wollen, die ihnen sagen, nein, nein, ihr müsst wirklich zuerst richtige Juden werden, sonst kapiert ihr das Evangelium überhaupt gar nicht. Ihr könnt überhaupt keine richtigen Christen sein. Der alte Konflikt. Paulus kennt hier keine Kompromisse in diesem Punkt, in diesen Gemeinden, sonst sehr wohl. Er beruft sich hier auf ein Kriterium, das wir heutzutage oft hören. Es ist nicht das Gesetz, es ist nicht der Buchstabe, wir müssen uns auf den Heiligen Geist verlassen. Wir müssen uns vom Geist Gottes führen lassen. Und dem kann man natürlich nicht widersprechen. Die Frage ist nur, woran erkennt man denn, dass es hier um das Wirken des Heiligen Geistes handelt? Manche meinen heute, sobald sich irgendwo etwas bewegt oder irgendwo etwas herumflattert, es handelt sich gleich um den Heiligen Geist. Das ist ein großer Irrtum. Fledermäuse flattern auch, sind aber mit Sicherheit nicht Heiliger Geist. Es gibt aus der Heiligen Schrift, liebe Schwestern und Brüder, sehr klare Kriterien. Wenn Jesus in den letzten Stunden seines Lebens zu den Jüngern spricht, dass er ihnen einen Tröster, einen Beistand gibt, indem sie ihn selber wiedererkennen, in seinen Wundern, in seinen Worten, dann kann es hier gar keine Verwechslung geben. Alles, was unter dem Namen Heiliger Geist in der Kirche verhandelt wird und nicht nach Jesus aussieht und nicht nach Jesus tönt, ist mit Sicherheit nicht Heiliger Geist. Alles, was dann frei erfunden wird, was herumfantasiert wird, was angeblich im Evangelium keinen Platz hatte oder wozu die damals zu blöd waren, das zu denken, weil wir jetzt heute so toll sind, ist mit Sicherheit nicht Heiliger Geist. Es geht um den Geist Jesu Christi. Der ist Heiliger Geist. Um den Geist Gottes. Also gibt er sich auch zu erkennen in dem Wort, das uns geschenkt ist. Wenn Jesus zu den Emmaus-Jüngern sagt, dass er ihnen das Verständnis eröffnet, ihnen den Geist gibt, damit sie die Schrift endlich verstehen, dass sie Jesus und Gott selber im O-Ton hören, dann ist es eigentlich nicht so schwierig. Wir müssten nur dann das Evangelium kennen. Im Grunde genommen sind wir in einer ähnlichen Situation wie damals in Galatien. Nur sind wir nicht irgendwie festgelegt auf Werke des Gesetzes oder ein bestimmtes Verhalten, sondern wir haben inzwischen so etwas, was Zeitgenossen eine frei flottierende Geistigkeit nennen. Alles, Hauptsache es ist anders. Wir versuchen jetzt mal das. Wir machen jetzt einmal die neue Kirche. Alles das ist reiner, selbstfabrizierter Aktionismus, nichts sonst. Sich vom Geist führen lassen, was Paulus den Galatern hier in Erinnerung ruft. Ihr habt die Botschaft des Glaubens empfangen. Man kann es wahrscheinlich gar nicht genug betonen, dass unsere Zeiterscheinung und unser kirchliches Erscheinungsbild eine einzige Selbstoffenbarung von Arkadia ist. Gelangweilt sein von diesem Evangelium, damit nichts mehr anfangen zu können. Überdrüssig zu sein, dieser ganzen Liturgie, der ganzen Gebete, der Psalmen, alles das sagt uns ja heute nichts mehr. Und dann fangen wir an, erfinderisch zu werden und merken gar nicht, wie wir in die Irre gehen. Am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut. Der Geist spricht aus Christus. Er spricht die Worte des Evangeliums und ja, es stimmt, er spricht sie immer wieder neu. Die gleichen Worte in jeweils ein anderes Herz, immer in eine neue Zeit. Aber es sind die gleichen Worte. Und es ist der Geist Jesu Christi, der sich darin zu erkennen gibt.
Ob wir die Aufforderung Jesu wirklich ernst nehmen, dass wir diesen Geist, den Geist Christi, das Wiedererkennen Christi in seinen Worten und in seinem Erscheinungsbild, in seinem Tun, in seinem Verhalten, in dem, was er als Nachfolge fordert, ob wir diesen Geist wirklich genug suchen und dringlich genug erbitten?